Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon 2 Forbidden West. Mein Name ist Michael. Wir spielen weiter. Ich glaube, wir müssen immer noch eine Nebenquest machen oder... Nee, ich kehre zur Basis zurück. Genau, da bin ich jetzt gerade. Genau, wir haben keine Nebenquest mehr. Dann gehen wir eben zur Basis zurück und schauen, was passiert. Wo ist denn der Eingang nochmal? Ach, da. So, ja, mal gucken. Wir werden jetzt wohl die Hauptquest weiterspielen. So, erstmal gucken, was die Leute wollen hier. Kehre zur Basis zurück, steht da. Und ja, wen muss ich anquatschen? Die Alten hatten also Kühe. Okay, ich muss zu diesem Hologramm hoch. Willkommen zurück. Jo. Sprich mit Gaia. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Ja. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Hm. Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Val, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Okay. Rede mit Val. Dann tun wir das. So, wo ist er? Da unten. Aloy. Ja, bin da. Was ist das denn hier? War ich in dem Raum schon? Ja. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Ja, genau. Warum nicht? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein. In eine Zelle stecken. Eine Sklavin.
Für immer. Das können wir nur verhindern, indem wir die Sinus endgültig vernichten. Und um das zu tun, brauchen wir Hephaestus. Die Sinets sind eine Gefahr für alle Beta, nicht nur für dich. Also fasse deinen Mut, das kannst du leicht sagen. Du begreifst nicht, wozu sie in der Lage sind. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Klar schlagen wir sie. Beta. Lass mich in Ruhe, du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Was ist bei dir kaputt? Das kann ich dir nicht beantworten. Ach, dieser alte Freund. Der war cool. Beta. Du bist nicht kaputt. Beta, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Ja. Rost. Er hat dich aufgezogen. Genau, Rost hieß der. Und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Genau. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Ross. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich gehe mit. Das stimmt. Erst dann werde ich sicher vor Ihnen sein. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Sinus uns finden. Ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Ich weiß nicht, ob wir erst noch Nebenquests machen müssen, obwohl ich erstmal keine mehr habe, aber ich habe noch überall irgendwo Nebenquests. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Versprechung vorzubereiten, kann. Damit sie so effizient wie möglich wir mal. Wird. Ich weiß nicht, was, wenn es hinter meine Stufe der Endboss oder wer auch immer das ist, sau schwer sein wird, wenn ich den gewissen Rang bereit, nicht habe. Wenn du es bist. Aber wir gucken mal. Ich schwöre. Wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Da habe ich zum Beispiel noch irgendwie Nebenqueste. Zwei Stück anscheinend. In drehenden Kaffeetassen sitzen.
Ah, er hat die Tür wohl entriegeln können. Ah. Was haben wir hier? Ach, da war ich doch schon mal dran, oder? Rust hat mich zu der gemacht, die ich bin. Ja. Selbst jetzt bringt er mir noch etwas bei. Und er würde vermutlich schimpfen, weil ich so langsam begreife. Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wie Elizabeth wohl war. Was sie tun würde. Es war falsch, Peter an diesem Standard zu messen. Ich sollte das vermutlich nicht mal mit mir selbst tun. Ich werde mich bessern. Vorratskiste, Rohstoffe, nee. Ah. Inventar. So. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo neben Quest finden, aber hier müsste eigentlich noch irgendwo eins sein. Hier. Anscheinend funktionieren einige Hologramme jetzt. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Aloy, geht's dir gut? Ich hatte ein kleines Problem mit Beta, aber es ist jetzt besser. Ah, das Wund... Wirklich? Das war... Kam... Irgendwann... Ah, naja, wenigstens das... Da etwas ist... Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du... mir helfen, das ebenfalls zu tun. Du möchtest dir einen neuen Arm machen? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ich sollte mich bereit machen. Ich warte auf deinen Befehl. Ich rufe dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Ja, gucken wir mal, was für eine Nebenquest das ist. Stufe 30 ist die... Warte mal, ist es richtig? Nebenquest. Ne, ist keine Nebenquest. Ach ne, hier, oder? Aha. Achso, das habe ich erledigt.
doch eine Nebenquest. Auch Stufe 30. 32. Wir können ja einen Ränker an diesen Außenposten einnehmen, aber keine Ahnung. Ich mach diese Nebenquest. Mal gucken. Wir machen die erstmal für seinen Arm. Aber hier waren da auch noch. Da ist auch noch ein Nebenquest. Und da draußen sich und Eric wissen und okay, wenn wir eins nach dem anderen. Du hast recht, Lydia. Oh. Was möchtest du? Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja. Als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das Vermächtnis verriet, dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Aber die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von Aileen Sasaki, einer anderen Ahnin. So lehrt es uns zumindest das Vermächtnis. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Okay. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau. Aber einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Kommst du mit mir? Ich glaube, wo immer die Anlage steht. Also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Natürlich. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Ich sollte los. Natürlich. Bevor du das tust, ist alles in Ordnung? Es klang, als gäbe es ein Problem mit Beta und der Mission? Nicht mehr. Wir mussten nur ein paar Dinge besprechen. Einander zu verstehen heißt, die Wahrheit anzunehmen. Wie gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Wir finden die Daten, die du brauchst. Ich danke dir. Jo. Nein, ich habe keine Zeit. Es ist auch eine Nebenquest. Jo, tatsächlich. Sind beide Stufe 30. Die Hauptquest ist auch Stufe 30, also. Machen wir erst diese Hauptquest. Rede mit Gaia schon. Hä? Ich hab doch gerade mit Gaia gesprochen. Mal wieder. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Also, Beta und ich. Du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Hmm.
Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Sehr schön. Sehr schön. Los geht's. Brutstätte. Alles klar. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Peter, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime, aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgehen. Stärke gegen Wasser. No! Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifung Schäden vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt! Was ist das? Malware entdeckt. Versuche entfernen. Malware. Eindämmung. Ein Riss? Ja! Anlage aktiviert. Starte. Autonome. Anweisung neutralisieren. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Da kommen sie! Shit! Val, bleib hier und beschütze Beta! Okay. Sei vorsichtig! Bleib weg! Hier los. Bleib weg! Ah.
Lock sie von Beta weg! Bleib weg! Halte durch! Zurück! Meine Güte, Alter. Nicht gute Rohstoffe. Geil. Seid ihr beide okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist tiefer in die Anlage geflohen. Naja. Ich werde ihn wieder hertreiben. Ich repariere in der Zwischenzeit den Kern. Mit meinem Leben. Ach nee, du, ey. Jo. Zuerst mal die Kabel da weg. Ups, was ist denn da unten? Da wollte ich doch gar nicht hin. Da oben. Festes finden und ihm aus einem Versteck scheuchen, wo immer er ist. Er muss in den Kern zurück. Frage. Ja, das ist ein Greifpunkt. Wie komme ich darüber? Probier es einfach mal. Okay, so geht's nicht. So geht es nicht. Ach ja. Aloy, ich habe mich in deinen Fokusfeed geperscht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da.
Simulationskammer. Ja. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus. Jo Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Twitch vorbei. Da heiße ich XXMichael, XXMichaelBOXX. Und wenn ihr keine Lives mehr von mir verpassen wollt, dann folgt mir dort. Oder auf YouTube, GamingMichaelBO. Auch dort gerne meine Videos kommentieren, liken und ein Abo da lassen, wenn ihr das wünscht. Das würde mich super freuen und unterstützen. Und somit sage ich euch, ciao, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.